Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Forever Skies und mitten in Aufbruchstimmung. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen vorgecraftet. Die Gärtnerei, die irgendwo hier sitzt, da hinten, habe ich soweit ausgeräumt. Nur leider fehlt es mal wieder an einer ganz bestimmten Pflanze und zwar an der Tintenknolle. So dass ich erstmal notdürftig alles eingelagert habe. Und ich hoffe, aber befürchte schon fast, es hält sich nicht mehr lang genug. Ich konnte daher nämlich überhaupt keine Kartusche craften, weil überhaupt keine Tintenknolle mehr zu finden war. Jetzt habe ich zwar Kreuzblumen und kleine Aster, alles da, aber es fehlt an der Tintenknolle. Daher hatte ich jetzt beschlossen, dafür habe ich dann auch Polymer und Transformatoren hergestellt. Wir craften uns einmal den zweiten aufgebesserten Motor und begeben uns endlich, ich weiß nicht, wie viele Folgen lang ich das schon versprochen habe, endlich zum Fragezeichen. Und ich sehe auch schon wieder diesen Lensflare hier vorne. War das immer schon so? Ich glaube, die haben auch die Grafik ein bisschen aufgehübscht beim Update. Oder hier in dem Fall die Lichteffekte. Hat das schon immer so stark geleuchtet? Also so schön mit diesem quasi heiligen Schein drumherum. Der auch nach und nach verschwindet, je weiter man gecraftet hat. Cool. Ich glaube, so detailliert war das bisher noch nicht. Sieht richtig schick aus. Also jetzt nicht mehr. Jetzt ist es dunkel. Ich mach mal Licht an. So. Verbesserter Motor ist fertig. Dann gucken wir mal, dass wir ihn anbringen. Der kriegt dann auch seinen Kraftstoff. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt das ganze Polymer schon wieder aufgebraucht. Hier, man sieht es, es war so schön voll hier. Synthetische Materialien und Polymer aufgebraucht. Nur noch eines ist übrig. Ein einsames Polymer. Wir müssen einen Partner für es finden. Und ich habe, das will ich auch einmal kurz zeigen, die Rapsblüte natürlich sehr gut genutzt. Leider die hier konnte ich nicht mehr verarbeiten. Aber ich habe jetzt ganz viel von diesen einzigartigen Insektenködern hergestellt. Mehr war leider nicht möglich, weil mir das Polymer, wie gesagt, ausgegangen ist. Müssen wir mal bei Gelegenheit schauen, dass wir noch mehr finden. Aber jetzt, wie versprochen, auf zum Gewächshaus. Und mit den neuen Motoren muss es ja rasend schnell gehen. Fühlt sich auf jeden Fall rasend schnell an, die Drehung. So, geradezu. Das sieht schon schneller aus, oder täuscht das? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir schaffen es auf jeden Fall noch in dieser Folge, habe ich so den Eindruck. Wir haben jetzt schon die Hälfte der Entfernung geschafft. Ob wir dort dann endlich den automatischen Extraktor kriegen, die Basisvariante, für die wir die Erweiterung bereits gefunden haben, bevor wir die Basis gefunden haben? Ach schön. Wäre natürlich ganz gut, dann könnten wir nämlich die synthetischen Materialien quasi automatisch einsammeln. So, kommen wir auf diese Höhe oder sind schon auf Maximum? Okay. Muss ich mal sehen, dass wir hier irgendwie andocken können. Ich habe gesehen bei irgendeinem Update, es gibt wohl auch eine Andockrampe oder ähnliches. Die habe ich nur leider noch nicht. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ja, ich bin zu weit weg. Das ist echt nicht einfach, das Einparken. Vor allem fliege ich jetzt so schnell, das ist echt schwer, das jetzt ordentlich zu kalkulieren. Ich glaube, ich bin immer noch zu weit weg. Ich guck mal ganz kurz, wie weit wir weg sind. Das ist echt nur ein Müh. Könnte mich wieder rüberbauen.
Wie habe ich das denn hingekriegt? Ich habe mich anscheinend zu stark abgesenkt. Ich wünschte, es gäbe Außenbordkameras oder sowas. Einparkhilfen für Leute wie mich, die es irgendwie nicht gebacken kriegen, hier ordentlich anzudocken. Oh, anscheinend kriege ich keine Mitteilung mehr, dass ich das Schiff beschädige. Das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Ich bin vermutlich wieder zu weit weg. Wobei... Das hat sich gut angefühlt. Ich glaube, wir sind ordentlich angedockt. Na, grenzwertig. Grenzwertig. Eine Sekunde. Ich speichere das lieber mal. Falls mir mein Schiff abhanden kommt. Hochpunkt. Improvisierte Kraftwerke. Achso. Was können wir denn da scannen? Windparkvarianten. Ja, und was? Undockplanke. Ja! Und ein Recycler. Oho, interessant. Okay, die Undock-Variante möchte ich haben. Das war ja das, was ich gerade meinte. Dass es sowas ja gibt. Ach ja, den zweiten Luftballon müssen wir auch noch aufbessern. Komm schon, du schaffst das. Spring! Sehr schön. Wie kommen wir denn da eigentlich hoch? Okay, die Andock-Planke haben wir. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Oh, oder wir müssen sie direkt einsetzen. Kann die auch in die Höhe gehen? Das müssen wir gleich mal noch verifizieren. Das würde mich mal interessieren, einen Moment. Und den Recycler will ich natürlich noch haben. Der ist vermutlich irgendwo da oben. So, was brauchen wir denn für... da war die Forschungsstation? Nee, doch. Oh Gott, Verwirrung, hier war sie. Undockplanke. Elektrische Elemente und Leiterplatinen. Elektrische Elemente und Leiterplatinen. Das sollte auf jeden Fall reichen, um es dann auch zu craften. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wo man es craften kann, aber wir werden es ja bestimmt gleich erfahren. So, getränketechnisch nehmen wir mal einen Schluck. Sehr schön. Benötigt Fabrikator. Also hier. Oh. Jetzt fehlen uns elektrische Elemente und Maschinenteile. Nehmen wir ganz kurz Metalle mit rein. Weil wir vermutlich elektrische Elemente Metall herstellen. Wo waren die denn? Ah ne, mit Kupfer und synthetischem Material. Mit Kupfer und synthetischem sehr seltenen Material. So, brauchte ich Maschinenteile? Ich brauchte elektrische Elemente. Das war dumm. Der Sturm sagt wieder Hallo. So, reicht das schon? Ja.
fällt mir ein, wo habe ich denn... Da habe ich den Schiffsbauer. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Baumenü. Ballon vergrößern mit 4 Helium-Maschinenteilen und Kupfer. Das würde ich das auch nochmal hier so schließen. Nochmal versuchen. Ist mal Kupfer wieder weg. Metall nochmal weg. Wir brauchen Helium. Was brauchen wir noch? Das Kupfer, das ich gerade weggeräumt habe. Sehr schlau. Von mir natürlich. So. Das gibt uns dann Auftrieb, oder wie darf ich das verstehen? Plus 400 in der Höhe, dann probieren wir das mal. Und... Moment. Abwählen. Danke. Wieso komme ich jetzt gerade nicht mehr mit Inventar? Hallo? Irgendwie gerade etwas wackelig. So. Oh, wie genau wird das eigentlich dann angebracht? Halt. Was? Hier mittendrin? Position blockiert. Wie wird das angebracht? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es dahin soll. Ist doch bestimmt auch in die andere Richtung. Bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was das Spiel mir sagen möchte, wo das hin soll. Muss ich vielleicht damit auf die andere Seite? Hä? Hier geht's? Warum? Ich will einmal komplett drehen. Warum geht's denn hier nicht? Was ist da anders? Der Fänger kann es nicht sein, der ist ja hier auch. Ja, da muss ich wohl das Schiff einmal drehen. Das ist ja mysteriös. So, 300 war unsere bisherige maximale Höhe und die ist immer noch so. Okay, also Ballon verbessern hat es nicht gebracht. Wie kommen wir da oben ran? Ich muss mehr Triebwerke bauen. Nicht Triebwerke. Ihr wisst, was ich meine. Die Dinger da hinten, nicht die Motoren. Turbinen, jetzt hab ich's. Himmel, wenn einem manchmal die Worte fehlen. Aber wie komme ich da ran? Ich probier's mal. Boah. Okay, das ist die maximale Höhe. Höher geht's nicht.
Wie endet das? Länger geht's nicht mehr. Oh, es bleibt so. Was war das schon wieder? Was ist das denn immer für ein Geräusch? Machst du hier irgendwas? Nee, du schläfst. Sehr merkwürdig. Den Schreck erstmal was essen. Vielleicht kurz schlafen gehen? Ich wollte jetzt eigentlich ungern noch mehr Turbinen herstellen. Hatte ich denn meine Turbinen eventuell schon aufgebessert? Ja, hatte ich. Okay. Das heißt, ja, die sehen eigentlich noch ziemlich normal aus. Uno momento. Das wird sofort überprüft. Da hinten war das zum Andocken. Weil ich da ja kaum Platz hatte. Kann ich hier jetzt vielleicht damit andocken? Das hilft mir nicht wirklich. Es ist immer so kurz davor. Kann man da wirklich drauf, wenn das nicht angedockt ist? Oh, das ist echt gefährlich. Okay, nehmen wir mal an, ich nehme eine weg. Dann würden wir sinken. Von der Höhe meine ich natürlich. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal einen Ort suchen, wo wir andocken können. Also so, dass ich da auch sicher stehe. Da hinten haben wir doch was. Da gehen wir mal hin. Da unten ist es. So, jetzt mal so parken. Uah. Neue Motoren sind ein bisschen zu effizient. Genau, dass wir an die Triebwerke ran können. Sehr schön. Turbinen, ich sage immer Triebwerke. Habe ich die doch noch nicht aufgebessert? Maximum Flight Altitude reduced. Maximum Flight Altitude reduced. Das ist eine Basisturbine. Ich habe die noch gar nicht. Die habe ich noch gar nicht aufgebessert. Na Mensch. Dann haben wir ja noch alles offen. Also, Hauptplatine und. Oh nein, Polymer. Ja. Polymer. Und Hauptplatinen habe ich nicht. Jetzt wird's lustig. Was brauche ich denn für eine Hauptplatine? Sehr viel. Wetterplatinen, Kupfer, Plastik. Die laden wir hier erstmal ab. Kupfer haben wir. Plastikmüll brauchen wir. Ja, sieht gut aus. Das war eine Hauptplatine? Ja, ne?
Hauptplatine, eine. Wir haben vier. Das heißt, wir brauchen vier Hauptplatinen. Und 16 Polymer? Bitte was? Okay, erstmal Schritt für Schritt. Eine Hauptplatine. Also vier. Hier wirklich keine Hauptplatinen mehr? Ich alle aufgebraucht? Offensichtlich. Ich dachte, ich hätte noch welche vorrätig gehabt. Ja gut, das kann jetzt natürlich dauern, sonst würde ich hier einen Cut machen. So leuchtet das. Das hat wohl mein Bauwerkzeug irgendwie nicht abgewählt. Ja, sonst würde ich das Craften offline machen, offscreen. Das ist ja jetzt nicht so spannend und das dauert, bis das Polymer hergestellt ist. Das dauert. Das habe ich ja beim letzten Mal schon offscreen gemacht. Ach Gott. Ich werde auch wieder synthetische Materialien dafür brauchen. Oh Mann. Gut. Aber wir kriegen das hin. Immer mit Geduld. Nicht mit dem Kopf voran. Immer mit Geduld. Dann machen wir die jetzt noch fertig. Und setzen die vierte an. Ja, das ist die vierte. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich alles fertig gecraftet habe und wir unsere Turbinen verbessern können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.